Wollten Sie gerade den Stripclub besuchen? Nein, wir wollen mitdemonstrieren. Es geht mir dabei um die Kinder. Und was ist das da in Ihrer Jackentasche? Ach, das sind nur 38 Ein-Dollar-Scheine. Ich habe mir gerade eine Zeitung gekauft und das hier als Wechselgeld rausgekriegt. Heiliger Minderwertigkeitskomplex, Batman! Habe ich so wenig Selbstachtung, um bloß die Nebenfigur in meinen Tagträumen zu sein? Es könnte viel schlimmer sein, Robin. Du könntest auch Alfred, der Butler, sein. Sie können mich mal, Sir. Hast du schon was vor, Carla? Ich gehe nur mit einer Freundin was essen. Oh Mann, eine echt peinliche Situation. Sie wird nie und nimmer dazu eingeladen. Halt einfach die Luft an, bis es vorbei ist. Du könntest ja Elliot mitnehmen. Hey, ha! Toll! Sehr gern. Viel Spaß heute Abend. Ja, und zwar habe ich Dr. Cox etwas zu sagen. Ich werde dir die beste gottverdammte Beurteilung liefern, die du jemals lesen durftest. Und diesen Freitag beim Steel Cage Medislam. Da verpasse ich dir eine Abreibung, an die du noch dein ganzes Leben lang denken wirst. Ich zerquetsch dich wie eine Wanze, denn ich bin der Star hier. Nichts. Na gut, ich bin gleich wieder da. Die ist... schnockelig, der werde ich gleich mal mein kleines Katz-und-Maus-Spielchen zeigen. Die ist mit dem Tonfuzzi da verheiratet und das kleine Ding, was an deinem Hemd steckt, ist ein Mikro. Tut mir furchtbar leid. Und ich stehe unheimlich auf Sisi Top. Genau das meine ich. Tut's weh. Aber wissen Sie was? Ich werde nicht in Selbstmitleid baden. Gleich nach dem Dienst fahre ich direkt in die Stadt und mach voll einen drauf. Ich rauche vielleicht eine Zigarette, lass die Sau raus und geh dahin, wo die Nacht mich hintreibt. War da jemand? Danke sehr! Baby, wie viel? Hey, wo willst du denn hin? Warte! Bringen Sie mich schleunigst hier weg! Schnell! Tja, sieh mal, was auf wundersame Weise wieder aufgetaucht ist. Was? Der Fensterreiniger? Nein, das Ammoniak. Das ist der Fensterreiniger hier. Wieso? Also, das ist einfach Pech.